ist hier das Traditionelle da. GP-Rennstrecke, ja, dann ist es schon bekannter geworden und dann kommen viele Leute hierher nach Süden. Ja. Und dann da kann man auch schon abends zum Beispiel viel in die Straße gehen, essen. Ja, da gibt es dann viele Restaurants, ja, die werden auch schon da vorbei, gleich vorbeifahren, wo die meisten Restaurants sind. Jackfruit oder vielleicht meinst du jetzt Stinkfrüchte? Ja. Ja, also
da gibt es dann heute zu, also zur Zeit noch, also nicht mehr so viel, ja, ist keine Saison. Aber hier wachsen die auch. Ja. Also zu bestimmter Zeit gibt es jede Menge und man kann überall das kaufen. Da würdet ihr dann an der Straße viele Stände von den Früchten dann sehen, ja, zu der Saison. Ja. Das haben wir meistens dann vielleicht August oder ja, August, ja, dann auch die Saison. Geworden und dann heißt es so eine, einfach mal so eine kleine Stadt Guta, ja. Ja, und war eigentlich kulturelles Zentrum auch, ja, durch diese Feier, also durch den Feier von Mandalika Fest sowas, ne? Also deswegen sieht man viele Schriften, also Namen von Mandalika. Das ist Name von einem Mädchen eigentlich, ja, die sich dann geöffnet hat, ja, weil zwei Prinzen, also zwei Prinzen, die dann heiraten wollten. Und dann muss man sich nicht überlegen oder nicht entscheiden, ja, welcher die dann heiraten wollte. Und hat sie sich selbst geöffnet, ja, und ins Meer gesprungen, ja, und tot, ja, einfach. Und dann hat sich dann in Würmer verwandelt, sowas, ne? Und dann die Würmer im Meer werden gesammelt zur Zeit, zu bestimmter Zeit, besonders in der Regenzeit, da, das wäre dann im März oder Februar, ja. Und die werden gegessen, ja. Also das ist ja für das Gutes tun für die meisten, also für das Volk, also für die Menschen, ja. Hier, ja. Deswegen wird es dann jetzt immer so groß gefeiert, ja. Mandalika, ne? Also die nehmen, die fangen die Würmer, die nur zu bestimmter Zeit gibt ja im Meer und dann das war zum Essen. Ja. Also das war eine Legende, ja? Also Märchen sowas, ne? Und dann ist dann so jetzt Name von dem Ort hier geworden. Heißt es dann Mandalika Rennstrecke oder Mandalika Strand heißt es dann, ja? Ja, also Mandalika, ja. Also ist Name von dem Mädchen. Das ist jetzt schon Zentrum, ja, also wir kommen gleich, wo die viele Restaurants an, ja. Da hierher kommen Touristen abends, ja, zum Essen, aber von eurem Hotel zum Laufen wäre ziemlich weit, ja, also vielleicht mit einem Roller wäre kein Problem, ja, mit dem Roller, ne? Aber mal schauen, wie weit das dann ist, ja, dann kann ich dann euch noch sagen, ja, vielleicht um die 3 Kilometer, also von dem Hotel, ja. Ja, das sind ja jetzt links und rechts viele Restaurants, aber ich glaube, zum Teil sind die ja noch geschlossen, ja. Ja, auch links, ja, hier ist schon Zentrum. Ja, gibt es auch schon abends Live-Musik, ja. Thank you.
wir auch schon ein bisschen raus, hier wo Edelweiss Hotel ist. Ja. Morgen geht es wieder nochmal um 8.30 Uhr los. Ja. Hochzeitfest, ja. Hochzeitfest, dass die Jugendlichen, denen wir mal so traditionell angezogen sind, jetzt. Wollt ihr anhalten? Ach, achso, du willst dass mir das zeigen, ja. Okay. Edelweiß, ja, das ist Edelweiß vom Steck. Aber das sieht auch besser wie die auch. Dann fahren wir da mal rein. Ich schaue mal auf mein hier Handy. Guck mal.